Guten Morgen, Fotofreunde. Wie geht eigentlich TFP? Ein Thema, was wahrscheinlich viele von euch interessieren mag. Deswegen dachte ich mir, mache ich mal ein Video darüber. So, und in diesem Moment stehe ich kurz davor, mein Model an einem S-Bahnhof abzuholen. Aber zuvor möchte ich kurz erwähnen bzw. berichten, was man schon machen könnte, sollte im Vorfeld, bevor es dann an dieser Stelle beginnt. Also spulen wir mal eben zurück. Fotofreunde, ich habe Bock auf TFP. Gucke ich mal ein bisschen mal Insta, ne? Mal sehen, vielleicht finde ich ja jemanden, der auch Bock auf TFP hat und meine Arbeiten mag. Ich glaube, ich habe jemanden gefunden. Coffee to go away heißt die Dame und ich bin gerade ziemlich fasziniert, von dem Bereich hier so die Wangenknochen, das mag ich gerne. Ich schreibe es mal an. So, Mail ist raus, dann schauen wir mal, ob dieses Projekt zustande kommt. Wie ihr gerade schon gesehen habt, hat das Video mit Recherche im Internet begonnen. Und wie ihr jetzt seht, habe ich meinen Platz zum Vloggen äußerst gut gewählt. Hier kriege ich nämlich überhaupt gar kein Licht ins Gesicht. Also machen wir das mal hier mit meiner spooky Deckenbeleuchtung. Ja, TFP, was heißt das denn überhaupt? Das kommt ja, glaube ich, aus der analogen Fotografie Time for Print. Time for Print, der Gedanke ist, ich gucke jetzt mal gerade schon nach draußen, ich will euch ja hier erzählen, nicht, dass mein Model jetzt hier schon am Start ist, aber ich glaube, das sind Bahngäste, die hier vorbeigehen. Time for Print kommt, glaube ich, aus der analogen Fotografie, und Fotograf und Model kriegen beide die Bilder, die Abzüge, deswegen Print, stellen dazu ihre Arbeitskraft zur Verfügung. Das ist im digitalen Zeitalter jetzt aber auch angekommen. Und wann macht man denn das? Macht man das denn nur? Muss man bezahlen? Muss man nicht bezahlen? Nee, bei TFP jetzt nicht. Aber viele Models und auch viele Fotografen haben beides im Portfolio. Deswegen der erste Schritt ist immer, wie ihr gesehen habt, schreibt die Models an. Das gleiche gilt natürlich auch andersrum, was ich hier berichte. Freundlich, höflich, aber vielleicht auch nicht zu viel. Ich habe hier, glaube ich, geschrieben, hallo, ich bin Fotograf aus Remscheid. Mir gefallen deine Arbeiten. Hättest du Interesse, ein gemeinsames TFP-Projekt umzusetzen? Hier auf Instagram kannst du dir mal meine Arbeiten angucken. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Ich persönlich handhabe es so, ich nehme jetzt nicht jede TFP-Anfrage an. Ich gucke natürlich auch, wer fragt mich da an und was ist die Zielsetzung. Zum Beispiel habe ich schon mal eine Anfrage bekommen, ich würde gerne erotische Fotos machen, mein Mann ist da nicht so dafür, lass uns das auf TFP machen. Ja, da muss ich mich jetzt fragen, wenn ich das auf TFP mache, welchen Mehrwert habe ich? Wenn der Mann von dem Model jetzt schon nicht dafür ist, werde ich diese in meinem Portfolio wahrscheinlich gar nicht verwenden dürfen. Also wäre das ja eher eine Pay-Geschichte. Dann zahlt der Kunde die Kundin. Ich mache nichts mit den Bildern, weil ich bin ja Dienstleister. Aber TFP ist ja ein anderer Gedanke. Also was ich damit sagen will, wenn euch jemand anfragt, egal ob Fotograf oder Model, zumindest eine Antwort, finde ich, hat jeder verdient. Aber man muss auch akzeptieren, dass man nicht zusammenkommt.
Ja, im Vorfeld haben wir jetzt schon, das Titelbild habt ihr gesehen, das war jetzt so eine kleine Moodboard-Zeichnung von der Chris. Wir haben dann viel getextet, viel Voice-Mails, viel Voice-Nachrichten geschickt und ich habe gemerkt, wir waren schon direkt auf einer Wellenlänge. Wir haben die Idee, die ich hatte, kurz vorgestellt. Sie war da sofort dabei, hatte die Idee sogar weiterentwickelt durch dieses Moodboard. Wir mussten den Termin jetzt leider schon dreimal verschieben. Einmal war die Chris krank, dann war Eisglätte. Ja, heute ist das Wetter auch nicht so gut, aber jetzt soll ja moody werden. Und moody wird es werden. 3 Grad, leichter Nieselregen. Aber zumindest die Bildidee wird das nicht konterkarieren. Ich stehe jetzt hier am S-Bahnhof, hole die Chris ab, aber da auch noch ein Wort zu. Das sollte auch, finde ich, nicht üblich sein. Ich kenne das Model jetzt noch nicht, wir werden gleich das erste Mal zusammentreffen. Ja, ich biete immer an, eine Begleitperson mitzubringen, wenn man sich noch nicht kennt. Ich finde, das gehört dazu, das sollte überhaupt kein Problem sein. Auch das habe ich bei der Chris gemacht. Ich habe gesagt, weil sie kein Auto hat, ich kann nicht mitnehmen, aber eigentlich möchte ich das nicht, weil das ist immer so, man kennt sich noch nicht. Ja, ne, man hat schon Pferde kotzen sehen, sage ich jetzt mal. Auch wenn man immer schon ein gutes Gefühl vom Gegenüber hat. Also da auch bitte immer die Bedarfe des anderen so ein bisschen, gerade bei TFB-Projekten, im Auge behalten und sich, finde ich, offen und bereit zeigen. Und ich glaube da, ja, das ist die S-Bahn aus Dortmund, wo die Chris kommt. So, und jetzt werde ich das hier langsamer benennen. Also, lasst eine Begleitperson zu, kommuniziert vorher, damit man schon mal so ein gewisses Gefühl der Vertrautheit hat. Das ist, hier, ne, habe ich ja schon mal gesagt, Mindset, die Einstellung. Man muss ein gutes Gefühl haben, wenn man mit einer unbekannten Person fotografiert. Wenn man die Klamotten und das, was man machen will, vorher schon klargezogen hat, umso besser, würde ich auch empfehlen. Weil nachher, nee, das willst du machen? Nee, da habe ich jetzt ja gar keinen Bock drauf. Und dann, ja, dann ist die Laune schon im Eimer. Ja, Fotofreunde, das war der Zug und neben mir, da sitzt die Chris. Hallöchen. War die Bahnfahrt schlimm oder ging es? Aber du bist ja nur Bahnfahrerin, habe ich gehört, ne? Ja, aber ich muss gestehen, ich bin lange nicht zu diesen Uhrzeiten gefahren und dann war ja noch Corona und jetzt geht die Welt wieder los. Also dementsprechend, das war unangenehm. Ach, ich hatte die Studenten in der Bahn. Das tut mir leid. Das ist auch ein bisschen mein Fehler, weil ich hatte ja gerade schon erwähnt, wir haben so ein bisschen über die Idee, die hatte ich dir ja vorab schon so erzählt und du warst, glaube ich, relativ schnell überzeugt. Ich brauchte dich nicht überzeugen, ne? Nee, überhaupt genau. Nicht. Und du hast die Idee ein bisschen weiter gesponnen und ja, ich sag mal, die Kröte, die Chris jetzt schlucken musste, war die Uhrzeit, weil jetzt geht gerade so ein bisschen blaue Stunde los. Ich hoffe, gestern war ja super nebelig. Wir fahren übrigens an den Spot, wo ich euch schon mal mitgenommen habe, zur Hirschfotografie. Heute interessieren uns nicht die Hirsche, sondern die Chris, weil man meint es jetzt nicht, weil sie sieht ja jetzt so brav aus. Aber ich muss das jetzt noch mal kurz erwähnen, als ich die ersten Bilder in ihrem Portfolio gesehen habe, dachte ich, darf ich das sagen, was ich gerade gesagt habe? Boah, die guckt aber pisst. Da habe ich total, boah, das ist genau das Richtige für diese Idee. So. Meine Idee ist, ja, ich habe schon wieder gelabert und die Chris habe ich gar nichts sagen lassen. Deswegen machen wir das nämlich gleich andersrum. Wir fahren jetzt zu unserem Spot und dann unterhalten wir uns noch mal ein bisschen über deine TFP-Erfahrung und meine TFP-Erfahrung. Mit Wonne. Mit Wonne. Wir sind am Spot angekommen und Chris macht die ganze Zeit schon Folgendes. Sie hüpft hier jetzt schon rum und du hast noch alles an, ne? Aber wir wollten jetzt mit euch noch mal so ein bisschen über das Thema TFP reden. Shootest du nur TFP oder auch Pay? Ich shoote auch Pay. Aber nicht ausschließlich? Nicht ausschließlich. Du machst es, wovon machst du es abhängig? Vom Fotografen. Ich mache da meine Ausnahmen. Ja. Wenn es mir das wert ist, dann mache ich auch TFP. Genau. Und das meinte ich ja gerade auch. Lasst es auch zu. Also man kann halt auch, wenn man TFP machen möchte, eine Absage kriegen. Ich finde, die Form, die muss halt da immer stimmen. Und richtig ganz genau, weil das Model stellt ja auch seine Arbeitskraft zur Verfügung, auch bei kalten Momenten. Ne? Ich würde die Chris jetzt einfach mal verlinken. Café to go ist dein Insta-Nick, ne? Coffee to go Away. Away, genau. Bist du Kaffee-Junkie? Ja, massiv. Ja. Massiv? Okay. Ja, ich bin Cola-Junkie, habe ich dir jetzt schon mal, glaube ich, auf diesem Kanal gesagt. Schreibst du auch schon mal Fotografen an oder ist es einfach nur so, dass du lieber angeschrieben wirst? Ich schreibe gar keine Fotografen an, wenn ich ehrlich bin.
dann sei mal ehrlich. Du bist ehrlich? Ich schreibe keine Fotografen an, okay. Meine ich, nein. Nee, okay. Die müssen auf mich zukommen. Ist das so ein klassisches Rollenverständnis, Ladies first, beziehungsweise der Gentleman muss schreiben? Oder hast du genug Angebote einfach? Nee, es ist einfach, ich möchte niemanden in die unangenehme Situation bringen, ja. Mir sagen zu müssen, du, ich will dich da eigentlich gar nicht haben und das möchte ich mir auch gar nicht antun. Ja, ich verstehe. Aber andersrum musst du ja möglicherweise auch jemanden, der dich anschreibt, einen netten, aber einen das Korb stimmt. geben. Ne? Das stimmt, aber das mache ich dann so charmant, dass es gar kein Thema ist. Ja. Hast du da eine Probeformulierung für die Zuschauer, Zuschauerin, wie man das verpacken kann? Ja, dann wäre ich ja dämlich, weil dann wissen dann sie ja Leute ja durchschauen. Na, sehr gut, sehr dann gut. Bin ich ja sehr nicht gut. Mehr höflich. Ja, wie ihr seht, ich versuche jetzt hier harte Infos für euch rauszukriegen, aber nein, das hat nicht geklappt. Wenn du dann jemanden oder dich jemand anschreibt, wo du sagst, das passt auf TP-Basis, ist es dir wichtig, vorher viel zu kommunizieren? Ist es dir wichtig, das Outfit komplett bis ins letzte Detail durchzusprechen? Oder lässt du dich da lieber treiben und sagst, ich fahre da jetzt mal hin, mal gucken, was geht und was nicht geht? Also tatsächlich ist erstmal natürlich das Wichtigste, ich gucke mir die Fotos von dem Fotografen an und wenn mir die gefallen und ich so, okay, der Stil gefällt mir, wie die Leute dargestellt sind, gefällt mir, dann gucke ich, wie ist der Mensch. Ja. Sobald ich merke, da ist eine Basis und da komme ich mit klar, ist eigentlich schon die Kommunikation gegeben. Mhm. Dann ist das Outfit gar nicht mehr komplett so wichtig und das, was dann durchgesetzt wird, weil dann ist die Hauptsache und ich weiß ja, dass jemand kompetent ist und dann wird das eine gute Zeit und da kommt dann auch was bei rum. Und bei Fotografen, wo ich skeptisch bin, spreche ich alles ab. Okay. Da erkläre ich komplett, was ich vorher anziehe, was ich möchte. Okay. Das ist dann auch, Also individuelle Vorgehensweise. Komplett. Okay. Shootest du TFP ausschließlich mit Vertrag, ohne Vertrag? Oder hast du da eine Empfehlung? Ja, Empfehlung, ganz ehrlich, für die meisten Models. Kein TFP-Vertrag, der nur zu den Gunsten der Fotografen ausgeht, ganz klar. Und deswegen, wenn dann ein cooler Fotograf ist, wo das auf einer Vertrauensbasis läuft, dann mache ich da auch keinen Vertrag, weil das muss dann auch nicht sein. Dann wird sich da respektiert, dann wird da nichts unnötig hochgeladen oder irgendwas. Das ist voll cool. Auch hier, seht ihr, ist, glaube ich, wieder viel Bauchgefühl einfach. Ne? Ja. Da ist so ein bisschen Konversation im Vorfeld, finde ich wichtig, genau. Ich überlasse es meinem Model auch immer. Also ich bin zum Glück noch nie richtig auf die Schnauze gefallen. Vielleicht sollte ich auch Verträge machen. Ich sage aber auch immer, genauso wie du, ach, das wird schon passen. Ich frage immer, wenn ein Model möchte, dann machen wir das. Also auch da, ja, ich will nicht sagen, hört auf euer Bauchgefühl, aber guckt mal, ne? Doch, Bauchgefühl ist, glaube ich, bei vielen Sachen ganz gut, ne? Also ich hatte jetzt letztens auch wieder die Sache, da hatte ich mit einem Fotografen Bilder gemacht. Ja. Und es war ein bisschen holprig und ich habe schon so gemerkt, die Wahrnehmung ist nicht ganz so die gleiche. Und der hatte auch... Schöne Formulierung, es war etwas holprig und die Wahrnehmung war nicht die gleiche. Aber der hatte dann auch zum Ende hin einen Vertrag und fragt nur so, ja, möchtest du einen Vertrag oder nicht? Und legt mir den nur vor und ich sehe nur den Paragraphen mit dem Fotografen, der alle Bilder behalten darf, der komplett das Recht hat, der sie auch für immer hochladen darf, sag ich mal, und da nichts mit mir absprechen muss. Und da sage ich dann natürlich auch ganz klar, nee, unterschreibe ich sie nicht, mach ich nicht. Ja. Weil ich will auch sicher sein und das ist das Internet. Hast du denn da dann, die Frage ist, wenn man es nicht unterschreibt, ist es ja nicht ausgefochten letztlich, ob man sich da final dann besser stellt? Bei dem? Ja, definitiv. Also ich bislang immer, weil es wurde dann, also es ist bislang nichts, ich sag mal, in Umlauf, wo ich sage, das geht gar nicht. Es sind höchstens mal Bilder, wo ich mir nicht so gefalle, wo ich dann aber sage, du darfst sie für dich nutzen, aber ich packe sie nicht in mein Profil. Genau. Und ihr seht, da ist auch Kommunikation, finde ich, ganz, ganz wichtig. Also ich mache es auch immer relativ hemdsärmlich. Wir haben uns gerade auch abgesprochen. Ich habe gesagt, alles, was technisch in Ordnung ist, schicke ich dir. Du markierst dann den Pickdrop und die du haben möchtest, die bearbeite ich dann erstmal so in meinem Style. Aber du darfst natürlich sagen, pass auf, das ist Kacke, Alter. Das werde ich dir dann auch, wenn. Aber. Genau, und meistens sind das die Models, die auch schon sagen, pass auf. Also ich habe es selten, dass wirklich die Favoriten deckungsgleich sind von Model und mir, aber das ist ja auch gar nicht schlimm. Aber genau wie du es sagst, wenn Model mit irgendeinem Bild, weil es sagt, da bin ich so unästhetisch oder fühle ich mich zum Beispiel so, das nimm bitte nicht, dann sagt man das vorher und dann ist das auch absolut in Ordnung. Ja. So, finde ich. Unglücklich ist mir auch schon passiert, nach so einem Shoot alles geklärt. Ach, ich kann mich nicht sehen, nimm die Bilder bitte alle nicht. Ja. Und dann denkst du halt schade. Auch, ne? Aber habe ich dann auch nicht gemacht.
Also ihr habt ja als Thumbnail schon das tolle Moodboard. Moodboard ist ja so ein Stimmungsbild, was hat man überhaupt vor? Muss man nicht machen, kann man machen. Und Chris, finde ich, also du hast geil gemalt. Auf dem ersten Blick sah es aus wie von so einem kleinen Kind, auf dem zweiten hatte das aber, fand ich, richtig einen künstlerischen, weiß ich nicht, fand das ich. War aber auch mit dem Daumen auf dem Handy-Display. Also. Genau, also das ist, ja, verdeckter Talak gibt es ja, glaube ich, gar nicht, ne? Also sie hat sich, ich muss mich jetzt ausnahmsweise mal rechtfertigen, wir haben 3 Grad, es ist so richtig und ich fand die Idee gut, wir möchten ja extrem moody, haben wir grauer Himmel, es ist im Moment trocken, wir haben 3 Grad, deswegen machen wir, ich sag mal, das Thumbnail probieren wir am Ende, aber diese Stimmung, dieses verlorene Lost in diesem Steppengras mit dem langen Kleid, vielleicht so irgendwie, keine Ahnung, machen wir am Ende, sonst bist du nämlich gar, ne? Ja. Genau, aber wie gesagt, das hat sie selbst in Schuld, hab ich so. Und da, was haben wir denn noch für ein Outfit? Wir haben gesagt, weil wir ein paar Meter machen und nicht immer hin und her und hast du nicht gesehen, shooten wir, war gerade die Absprache, ein Outfit, ne? Und ja, dann das halbe Outfit, so ist es ja. Ist denn der Teil von dem anderen Outfit Teil von dem halben Outfit? Nee. Können wir das mal in die Kamera halten? Ja, klar. So, ich hoffe, wir haben jetzt für euch alle, was heißt alle, ein paar Komponenten, ist zu oder ist auf? Ja. Alle Komponenten, die so ganz interessant sein könnte, aus Fotografensicht, Modelsicht, jetzt mal drüber gequatscht. Vielleicht fällt uns gleich was ein. Jetzt ist der Plan, wir nehmen euch jetzt einfach mal mit zu unserem TFP-Shoot. Ich versuche mal ein bisschen B-Roll, wenn wir shooten, laufen zu lassen, aber ich muss mich, sage ich jedes Mal, auch auf die Fotos konzentrieren, weil wenn ich jetzt nicht abliefer, dann wird ein verheerendes Feedback nachher von meinem Model kommen und dann wird sie sich bei der nächsten TFP-Geschichte möglicherweise überlegen, ob sie darauf einsteigt. Ne? Also wir werden euch jetzt zum Shooting mitnehmen. So, jetzt Quatsch. Oversize Sakko. Ja. Weißes Hemdchen. Ja. Anzughose. Ja. Und das war's. Und das ist erstmal. Also die Hose, die hast du, glaube ich, jetzt schon an, ne? Ich habe noch eine andere Anzughose dabei. Okay. Ja, wir müssen da auch ein bisschen improvisieren, was die Umzieherei in dem Gelände angeht. Aber boah, ich nehme meine mobile Zuhaltejacke zum Umziehen mit. Da kriegen wir jetzt schon irgendwie hin. Ja, ich hätte jetzt. Los, ne? Nein, das geht wirklich. Wir werden da. Das wird gut. So, Fotofreunde, das wird nicht mehr besser. Wir haben Bock, ich auf jeden Fall. Und damit das Model nicht zu sehr friert und auch noch Bock hat, legen wir jetzt mal los. Bis gleich. Ja, was fehlt? Die Klamotten von Chris, ne? Weil sie hat sie mir am Kofferraum gezeigt. Also, wir shooten heute ein bisschen Jäger-Outfit, wie ihr schon seht hier. Nein, natürlich nicht. Das ist jetzt nur meine Ansitzjacke. Kannst du ein bisschen was zeigen, was du jetzt schon anhast? Schwierig, ne? Ja, das ist lieb. Also, ich hab hier meinen alten Männer-Sakko. Ja. Und mein junge Frauenblüschen. Ah ja, und dazu auch eine schwarze Hose, ne? Und die schwarze Hose. Also wir machen jetzt im Prinzip Business Casual in einer unwirtlichen, moody Umgebung. Den Rock, den wir dann als Endprojekt machen, bevor du dann nur noch leiden wirst, den müssen wir gleich zeigen, ne? Fairerweise, es war mit dem Blankziehen meine Idee. Ich habe es selber gewollt, ich habe es selber vorgeschlagen. Blankziehen, hat sie gesagt, flipper ich nicht weg. Wir machen ein paar Meter, auch zügig. Damit es nicht so wackelt, mache ich die Kamera aus, weil dann kriegt die Chris jetzt noch ein bisschen Basistemperatur. Ne? Also im Moment ist mir jetzt auch nicht frisch, oder? Jetzt, wenn wir so gehen. Mit deinem Mäntelchen hier. Wir sind am Spot. Und Chris, was hast du gesagt? Was kann man sich hier? Hier kann man sich frei fühlen, ne? Wir fühlen uns gerade frei. Wir beurteilen gerade den Spot. Also, was wir nicht haben, ist Nebel. Das ist ein bisschen schade. Aber schaut mal, der Himmel ist grau in grau. Dieser einzelne Baum da vorne, den sehe ich irgendwie in einem Bilddrittel. Mein pissiges Model sehe ich im anderen Bilddrittel. Ja, aber vor allen Dingen machst du jetzt so Zucker, siehst die Prinzessin. Ja, ne? So, warte, kannst du einmal das Gesicht machen, was wir brauchen? Naja, schaffst du jetzt nicht. Warte, ich drehe mich nochmal weg, weil man muss dem Model ja kurz Zeit geben. Warum der Fokus jetzt auf mich so? Und jetzt ist er da. Aber guck mal. Und dafür habe ich sie eingekauft. Dafür. Nein, Spaß beiseite. Ich bin noch nicht so wirklich sicher, wie wir es machen. Wir haben nach da eine lange Flucht und wir haben nach da eine sehr, sehr lange Flucht. Das ist schon mal gut. Wir haben hier einen Graben, wo ich schon mal mit meiner Fotoposition tiefer kommen könnte. Ist aber Wasser drin. Wir bauen uns ja auch gerne einen Vordergrund. Hier sind so ein paar Gräser. Und da hinten sind schon wieder ein paar Fotobomber.
Also ich würde sagen, ich fange jetzt wirklich klassisch an mit Chris. Das, was ich als Ursprungsidee hatte, ich stelle sie jetzt hier auf diesen Weg. Warte, den zeige ich euch auch nochmal. Auf diesen Weg. Und dann steht sie irgendwie pissig da. Ganzkörper fangen wir, glaube ich, mal an. Und dann lassen wir uns mal treiben. Ne? Ich muss auch mal durch die. Ich werde mit 50 mm anfangen, habe ich mir überlegt. Dann richte ich mir sie so mal ein. Ja, Licht, Thema Licht ist immer wichtig. Ne? Licht kommt von oben, von überall, aber irgendwie überall gleichmäßig. Ich habe zum Beispiel sehr tiefliegende Augen, das heißt, ich müsste schon immer eher so ein bisschen gucken, damit das so ein bisschen... Ich auch. Ja, guck mal, dann haben wir ja schon, dann wird Chris die meiste Zeit ganz guck in die Luft. Nein, wir gucken mal. Oder? Es wird jeder von oben herab. Genau, oder wenn das Model nach unten guckt, können wir die Haare davor machen. Das kriegen wir hin. So, und jetzt mache ich mal eine B-Roll-Kamera und wir haben noch kein einziges Foto. Vielleicht ist dieses tolle Video für euch. So geht TFP, so geht gar nichts. Ne? So, den ersten Spot haben wir hinter uns. Da muss die Chris sich leider wieder ein bisschen, nicht leider, die hat sich sehr verdient, sich aufzuwärmen. Und jetzt haben wir zweite Idee, unser Baumstumpf, der wie zufällig da liegt, an der Wasserkante. Und ich werde hier unten am Bach sitzen. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt vielleicht mal eine andere Brennweite nehme. Warum nicht? Was meinst du, Chris? 50 oder 105 mm? Was nehmen wir? Eindeutig. Was hast du zuerst gesagt? 50 mm oder 105? Ja, nee, ich meine, okay, ja, eindeutig. Eindeutig 50 ist doch... Ich weiß es nicht. Ja, Chris hat zugegeben, so die Hardcore-Technik bist du nicht. Ne? Ich meine, sie liefert ja vor der Kamera ab. Ich würde mal 105 nehmen. Dann brauchen wir nämlich diesen schweren Baumstumpf nicht dahin schleppen. Aber ich probiere das jetzt mal aus. Ich filme mich auch dabei, weil vielleicht lege ich mich auf die Schnauze und liege im Wasser. Vielleicht.
So, der nächste Spot mit der tapferen Chris abgearbeitet. Da ist mein Sitzkissen, weil ich war tiefe Gangart, habe ich jetzt geshootet. Das ist ungefähr die Perspektive. Und Chris, kannst du mal einmal erklären, was für dich jetzt die Herausforderung war? Die Physik, meinst du? Die Physik, ja, dann komm mal. Warte, wo ist sie? Da ist sie. Die Physik. Also, was wollte der doofe Fotograf von dir? Der doofe Fotograf wollte erstmal, dass ich hier ein bisschen Sport mache und den Baumsturm schleppe. Habe ich übrigens auf Video, habt ihr schon gesehen. Und der Fotograf ist schön sitzen geblieben mit dem fetten Arsch. Und der Baumstumpf ist jetzt von da vorne nach hier vorne gewandert. Und ja, jetzt hatte ich natürlich die ganze Zeit Schiss, im Wasser zu landen. Das ist nicht genau, stabil. Weil von also, da, ich habe halt, stimmt. Ich habe diesen Pömpel hier, den habe ich gesehen. Und aber ja, wenn ich das jetzt hier sehe, genau. Und ich glaube, du hattest ein bisschen Schiss, ne? Ja. War es denn mal knapp oder ging? Bislang ist nichts nass geworden, außer der Hintern vom Baumstumpf. Ja, und das wären ja auch Fotos, die... Aber nee. So, nächste Idee ist, da vorne ist so hier die westfälische Steppe, nenne ich sie mal, das hohe Gras. Und da hinten steht ein Häuschen. Das werde ich bei den Fotos hier, glaube ich, weggestempelt haben. Wir werden jetzt von da nach hier mal fotografieren. Ja, und dann gehen wir noch zurück und dann... Hast du es geschafft, weil es ist kalt, ne? Ja, aber es ist auch wunderschön, deswegen ist es okay. So, am nächsten Spot angekommen. Und jetzt machen wir das, wo Chris sich schon ganz lange drauf gefreut hat. Was machen wir jetzt, Chris? Langziehen! Boah, die Arme. Wir versuchen jetzt auch noch eine Kaschierungs-Leggings unter dem Rock zu haben. Da hat sie mir gerade versichert, sie macht das jetzt schon. Guck mal, unter solchen widrigen Umständen, da bräuchte man eine Zugehdame, die jetzt auch hilft. Aber moody wird es jetzt, Freunde, weil es fängt jetzt leicht an zu fisseln bei einem Grad. Bei einem Grad. Ich jetzt erkläre euch, während Chris blank zieht, das hat sie gesagt, also scheltet mich nicht so dafür, wenn ich diese Ruhrpott-Formulierung benutze. Nee, also ich muss ja mal wieder ein bisschen Ernsthaftigkeit reinbringen. Wir sind anständige Fotografen, anständige Models. Die Bildidee ist jetzt nicht wirklich blank ziehen, sondern Kunst zu machen. Das muss nochmal gesagt werden. So, Bildidee ist, ihr seht hier dieses Gestrüpp, sage ich jetzt mal. Das Steppengras nenne ich es mal. Schöne lange Flucht, einknorriger Baum, offene Fläche, Tiefe. Punkt 1 für meine Bildkomposition. Dann packen wir da in dieses Gras die Chris gleich rein. Ich möchte, dass die Beine so ein bisschen in der Struktur vom Gras quasi verschwinden. So, und jetzt pass auf. Und jetzt pass auf. Und jetzt Endgegnerstufe. Bam. Bam. Sagen sie alle. Sag ich jetzt auch mal. Hier, der Ast. Den baue ich nämlich als Vordergrund rein in der Unschärfe. Oder ich setze auch mal den Fokus für die Baumfetischisten auf den Ast. Da hinten, da steht die tapfere Chris und zieht sich gerade an, aber das zeigen wir jetzt erstmal nicht. Wow, also wir hatten jetzt natürlich wieder, wie immer, dass jetzt ein paar Waldarbeiter da waren. Die sind da rumgelungert, aber dann hat Chris irgendwann auch gesagt, Arschlecken, jetzt machen wir das, weil vom Stehen wird es hier nicht kühler. Aber ich glaube, also eigentlich wollte Chris, dass ich sie so ein bisschen einrichte, aber weil sie so gelitten hat, die Arme, haben wir jetzt drauf verzichtet und ich habe einfach ein bisschen inflationär drauf gehalten. Wie ist dein Gefühl? Das ist so geil, die Jacke wieder anzuhaben. Ich muss es mal sehen. Ich bin gespannt. Also ich auch. Vom Gefühl her, glaube ich, ist auf jeden Fall was bei. Also zumindest von der Bildkomposition. Ich wollte dich ja mit dem Ast und so weiter. Ich hoffe auch, dass du mit deiner Kaltperformance zufrieden bist. So, und jetzt verstecken wir uns schnell wieder. Da sind nämlich die Arbeiter. Nicht, dass wir hier noch Unruhe stiften, nicht wahr? Wo wir auch Kunst gemacht haben, aber die Kunst ist ja auch frei. Und die Kunst ist auch kalt, oder? Und die Kunst ist auch kalt und die Kunst zieht blank. So, am nächsten Spot, die Idee wird uns Chris jetzt mal erklären. Ja, wir haben jetzt die Idee im weißen Kleidchen bedeckt. Ja. Stilvoll im verrotteten Holz. Ja, ein bisschen zu posen, ne? Genau.
Wir haben, vielen Dank, wir haben hier diesen Baum, den ich vielleicht so als, naja, Ansatzführungslinie noch nutzen möchte. Da steht zwar ein so ein Pünnerück hoch, der gefällt mir jetzt nicht ganz so jort, ne, wie der Kölner sagt, aber ich könnte hier auch noch ein bisschen runter gehen und dann hätten wir noch einen Vordergrund mit da drin. Ja, mal gucken, wie blurry der wird. Und nach hinten ohne Ende von diesem Zeug. Und wir haben übrigens Beobachter, Shooting-Beobachter. Mhm. Die sogenannten Spannerhirsche. Da vorne gehen sie weg. Ach nee, dieses Mal sind wir ja bedeckt. Also alle zurück, nichts gegen die lieben Tiere. Keine Sprache mehr da, ne? Welche schicke Oberbekleidung trägst du da? Ich trage ein Pullover für das Outdoor. Ja, und hat dir heute auf den Arsch gerettet, ne? Ja. So, komm, wir gehen mal und zeigen den Zuschauern, was wir jetzt noch mal als allerletztes vorhaben. Das ist gut. Genau, das ist jetzt auch wieder so on the fly entstanden, wie man sagt, ne? Soll ich erklären oder willst du erklären? Ich finde, du machst das besser. Hat sie gesagt, ne? Kann ich nichts sagen. Also, wir haben diese, was ist denn das? Unterstandhütte gefunden, die Kinder oder auch die Hirsche vielleicht gebaut haben, wir wissen es nicht. So, und wir haben beide über den Film The Blair Witch Project gesprochen. Und da hatte ich jetzt direkt eine Idee. Und Chris sagt, das gefällt mir. Also, wir werden auch wieder jetzt ein bisschen, wie nennt man das? Sexy ist das ja nicht. Künstlerisch, emotional, ich weiß nicht, wie diese Richtung, also auf jeden Fall kreativ. Genau, sie wird oben nackig sein, aber so kaltnackig, also dass man nichts sieht, und das Rüschenkleid, aber ich will irgendwas Verrücktes mit dem Make-up machen, weil sie wird nämlich wie so eine Hexe hier drin in diesem Gebälk sitzen. Ich weiß noch nicht, wie hier Licht kommt, wie wir sie einrichten, weil durch die Seiten kommt ein bisschen Licht rein. Eigentlich hätte ich es gerne duster und wir gucken mal. So, was bietest du uns als Make-up denn an? Hast du eine Idee? Also viele Möglichkeiten habe ich nicht, aber schwarzen Lidschatten, roten Lippenstift. Ja. Ist wahrscheinlich erstmal. Liebe Zuschauer, seid ihr dafür? Dann bitte jetzt einmal aufzeigen. Ah, eine Meldung sehe ich machen. Ja, okay. Wir sind zurück im Fahrzeug und mein Model, das ist so bezaubernd, schaut mal. Es ist nicht nur so, dass diese Farbe zu diesen Lippen korrespondiert, sondern die hat mir jetzt auch ein Fitness gibt Energy, ne? Ja, und da freue ich mich jetzt drauf. Und du bist, glaube ich, echt froh, im Auto zu sitzen, ne? Ja, und angezogen zu sein wieder. Ja, also der letzte Spot, ich glaube, das ist wieder die Kunst, wie ich sie mag. Ich hoffe, aber ich glaube, da ist was bei. Prost auf euch, liebe TFP-Zuschauer, nehme ich euch jetzt einfach mal. Da haben wir noch mal ein bisschen Fotopolitik, weil ich wollte so ganz schummriges Licht. Aber nach hinten raus habt ihr gesehen, da waren so Lichtflecken. Also wollte ich die Blende ein bisschen zumachen. Dann hat man Chris aber nicht mehr gesehen. Also haben wir die Stablampe angebaut da oben, ne? Ja. Ja, und die ist oft runtergefallen, ne? Genau, gehandwerkert haben wir auch. Ja, ist auch ein Handwerkerkanal hier. Aus der Erinnerung, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Spots gemacht.
Tatsache. Was glaubst du, jetzt nur so vom Gefühl, war dein Lieblingsspot? Ach, mein Lieblingsspot. Boah. Also ballert. Ganz ehrlich, der ballert hat aber nicht mehr viel mit Afri zu tun, aber nein. Nee, ist schön artificial. Das tut mir leid. Nein, ach, überhaupt nicht. Also ich könnte jetzt direkt noch eine Runde shooten. Cool. Eigentlich fand ich die Stelle mit dem Ast, da wo wir eigentlich gar keine Ruhe hatten, weil da die Leute die ganze Zeit waren. Natürlich, in dem Moment, ja. Wir formulieren jetzt vornehmen, wollte ich sagen, vornehmen, wo du etwas mehr Haut präsentiert hast. Genau. Mhm. Genau. Und ich glaube, das war eigentlich so von dem, was ich auch gesehen habe. Vom Aufbau. Hammer. Hammer. Okay. Hammer geil. Ich wünschte nur, wir hätten ein bisschen weniger Wind und mehr Ruhe gehabt. Ich muss rein vom Gefühl sagen, hier der Hinweis wieder auf diese ganz gefährliche Zeitblase. Ihr habt ja die Fotos schon gesehen, wir kennen sie noch gar nicht. Wir reden jetzt fiktiv über Dinge. Die Grundidee war ja der erste Baum und diese große Fläche im Steppengras. Die Frau, die da eingemummelt da steht und naja, Nebel war nicht da. Aber das war ja die Grundidee, was ich so ein bisschen vorhatte. Und ich glaube, das gefällt mir jetzt am schlechtesten von allen. Ich bin bei dir, die Ast durch den Kopf oder vorm Körper, also der Vordergrund mit dem Ast, hat mir gut gefallen. Ich bin aber auch, glaube ich, sehr beseelt von dem letzten Spot in dieser Hütte, die Hexe. Also ich weiß nicht, keine Ahnung, weil das so spooky ist. Ja, man hat auch nicht viele Möglichkeiten gehabt, da was zu ändern, weil man diese lange Flucht hatte. Ich habe gerade schon zu dir gesagt, ich hätte es eigentlich hochformatig machen müssen, aber das ist für mich wie Pest und Cholera zusammen, kann ich nicht. Ich stehe auf Prinzipien. Genau. Wenn wir nochmal den Bogen schließen zu dem Thema von diesem Video. Ne, nicht schließen, wenn wir den Bogen drehen, schließen, den Kreis schließen. Ihr wisst, was wir meinen. Was ich meine, ich fange jetzt mal mit einer Ich-Botschaft an. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir uns heute das erste Mal kennengelernt haben, weil ich kann jetzt aus fotografischer Sicht Folgendes sagen. Leute, das ist jetzt noch nicht abgesprochen, weil Chris, ihr seht, sie guckt skeptisch. Ich weiß jetzt nicht, was kommt. Ich glaube, dass wir vor dem Shooting schon ein bisschen miteinander gequatscht haben und schon das Gefühl hatten, dass wir so beide Ruhrpott-Kinder sind, hat man ja schon so ein grobes Gefühl. Und das, was ich erahnt habe und mir ziemlich sicher war, dass es auch so in echt ist, war heute so. Also ich hatte nicht das Gefühl, jetzt mit einem Model zusammengearbeitet zu haben, was ich noch nicht kannte. Nach dem ersten Eingrooven fand ich, wir waren sehr punktgenau, sehr zielorientiert und haben das hingekriegt, was wir wollten. Somit würde ich sagen, Projekt TFP in meinem Fall erfüllt. Das hat traumhaft harmoniert. Mhm. Also wirklich, ich habe jetzt ja auch schon mit sehr vielen Fotografen Bilder gemacht. Okay. Und du achtest auf alles, was ich mir hätte wünschen können. Du sprichst alles an, was ich mir hätte wünschen können. Du siehst sehr viel mehr Dinge, die mir gar nicht auffallen, aber dafür eben auch diese Kleinigkeiten, die mich stören. Okay. Und das hast du da jetzt ein Beispiel für? Weil ich weiß gar nicht, worauf du anspielst. Bei deinen Anweisungen. Ja. Du hilfst mir bei den Anweisungen unheimlich, die Dinge zu verhindern, die mich im Nachhinein mega stören würden. Mhm. Und das sind teilweise ganz kleine Sachen und teilweise super wichtige. Also zum Beispiel sagte Chris vorhin zu mir, ja, ich muss ein bisschen Haare vom Gesicht haben, ich mag nicht so viel Backe zeigen, sage ich jetzt mal ganz einfach. Das ist ja jetzt kein Bloßstellen. Das ist ja, ich finde zum Beispiel überhaupt nicht, aber auch da, liebe Fotografierenden, schön gegendert von mir, redet vorher mit dem Model drüber, nur weil ihr irgendwie eine Gesichtspartie, eine Hautpartie, eine Kopfpartie, eine Haarpartie total super findet, kann das Model das ganz anders sehen. Und schade ist ja, wenn nach so einem Tag, also ich meine, sie hat die Fotos ja auch zum Teil gesehen, vielleicht kommt da ja genau das raus, was ich jetzt belabere, das sagt, oh, da ist ja gar nichts bei. Nein, aber man kann es dann verhindern, wenn man einfach mal so ein paar, wie gesagt, der Schwabe, Naugaus verhindert, redet da einfach drüber. Ja. Ja, also unser TFP-Projekt hat geklappt, würde ich sagen, oder? Sehr. Ich bin sehr zufrieden. Ich auch, kann ich jetzt einfach nur sagen. Und ich sag mal, gute Fotos am Ende des Tages, ja, das ist wichtig, dafür machen wir das. Aber allein, wenn man, also hört ihr immer das Ding, ich mag Chris ja, wenn Chris böse, also nicht böse, wenn kann man das Abfuckblick nennen? Wie würdest du das, Tim, wie würdest du es nennen? Authentisch. Ja. Nein, das ist... Kannst du noch einmal... Okay, da guck mal. Und jetzt beißt sie die Backenknochen zusammen, dann kommt ihre wunderschöne Wangenpartie nochmal so raus. So, und mein Problem ist, ich fasel halt viel. Und dann haue ich wieder einen raus und dann war wieder genau wie jetzt die Kontinenz. Und das tat mir immer so leid, weil du dann ja immer so 2-3 Minuten noch gebraucht hast, ne, wieder reinzukommen. Und das muss ich mir halt selbst auf die Fahne schreiben. Eigentlich müsste ich da ein bisschen professioneller und nicht so viel Blödsinn erzählen, aber ich habe dann halt Kacke im Kopf und das muss raus. Auch da, du erzählst ja keinen Blödsinn. Ich bin ja nur amüsiert davon, ja, dass du so schön die Form könnte vielleicht regierst. Ja.
wundervoll, wirklich. Also, wenn ihr, traut euch ruhig, Chris anzuschreiben. Wenn es halt eine Absage gibt, dann seid auch nicht böse. Aber grundsätzlich ist erstmal alles möglich. Mich könnt ihr auch, liebe Models, aber das gucken eigentlich nur Fotografen, keine Models anschreiben. Wenn da, dann mache ich auch TFP. Ne? Aus Sicht eines Models kann ich nur sagen, sehr empfehlenswert, der gute Mann. Hast du jetzt gemeldet für diesen Wortbeitrag? Ich habe mich dafür offiziell. Ich melde mich jetzt auch nochmal. Tschüss.